Die Signale werden immer eindeutiger, dass die Fed immer weniger Spielraum hat, die Zinsen wirklich so anzuheben, wie sie das selber in ihren sogenannten Dotplots, in ihren Zinserwartungen selbst ausgedrückt hat. 3,8 bis 4%, so erwartet die US-Notenbank, wird der Leitzins Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres sein. No way, denn da gibt es sehr, sehr viele Probleme, wenn der Leitzins wirklich dort stehen würde. Das erste Problem ist die massive Verschuldung der USA selbst, der Amerikaner insgesamt, wenn man Haushalte, Firmen und den Staat zusammenrechnet, 91 Billionen Dollar an Schulden. Wenn da der Leitzins bei 4% ist, dann gute Nacht, Marie. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass eben auch das Währungssystem jetzt schon extrem unter Stress steht. Das sehen wir an dem Crash des Euro, der heute kurzzeitig die Parität erreicht hat und unterboten hat. Und vor allem häufen sich, das hat der heutige Tag gezeigt, die Signale, dass eine Rezession jetzt bevorsteht. Die Märkte schreien geradezu, die Rezession kommt, die Rezession kommt. Und da wird die Fed nicht mehr viel Zeit haben, auf diese Rufe zu reagieren, weil die Datenlage immer eindeutiger wird. Und wahrscheinlich wird dann auch die Inflation runtergehen, weil die Nachfrage runtergeht, weil die Wirtschaft sich abkühlt. Auch wenn wir morgen vielleicht nochmal heiße US-Inflationsdaten bekommen, vielleicht das letzte Mal, dass die dann wirklich so hoch sind. Kommen wir zu unserer Gemeinschaftswährung, die es nach dem miserablen ZEW-Index, der reflektiert, dass die deutschen Unternehmen echte Gaspanik haben. Die haben Panik, dass sie wirklich dann nach der Reparatur, nach den Wartungsarbeiten von Nord Stream 1 kein Gas mehr haben werden und praktisch ihre Geschäftstätigkeit in Frage gestellt ist. Das hat den Euro dann nochmal ein bisschen weiter unter Druck gesetzt. Aber dann sehen wir bei 0,9999 wurde plötzlich gekauft. Offenkundig ist den Verantwortlichen in Politik und Notenbanken ist nicht so ganz recht, wenn die Währung weiter absäuft, weil dann die Schlagzeilen zu stark werden und zu drängend werden und dann auch das Versagen der EZB zu stark in den Blick genommen würde. Insgesamt sehen wir, dass seit 2002 die Gemeinschaftswährung zum Dollar jetzt 37% verloren hat. Also mehr als ein Drittel. Und kleine Bemerkung am Rande, Madame Lagarde, Madame Inflation wurde heute gehackt oder sollte gehackt werden durch eine Cyberattacke, und zwar von einem WhatsApp-Account, der sich ausgegeben hat als Angela Merkel. Und wir können uns ja vorstellen, dass Madame Lagarde mit Angela Merkel schon viel zu tun hatte, ihre Handynummer hat etc. Jedenfalls haben dann kompetente IT-Leute im Umfeld von Frau Lagarde das Ganze unterbunden. Also jene Menschen, die im Gegensatz zu Frau Lagarde eine gewisse Kompetenz aufweisen. Aber jetzt, meine Damen und Herren, kommt es drauf an. Für den US-Dollar, schauen Sie sich mal hier den Dollar-Index an auf monatlicher Basis, wie Sven Hendrik hier zeigt, sind wir an einer wirklich entscheidenden Stelle, wenn Sie oben sich mal den RSI, die relative Stärke anschauen, schon stark überkauft. Schauen Sie sich mal die Bollinger Bänder an. Das sind diese grauen Schattierungen. Normalerweise handelt ein Kurs gerne innerhalb dieser Bollinger Bänder. Und wenn er zu stark außerhalb sich dieser Bollinger Bänder befindet, dann weiß man, ob man da noch in diese Richtung spekuliert, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee. Also auch da könnte bald etwas nach unten kommen für den Dollarindex. Und der Dollar wiederum, oder dieser Dollarindex wiederum, der besteht ja zu 57% Gewichtung aus dem Euro, also der zweitwichtigsten Währung dieser westlichen Welt im Mindesten. Und das könnte bedeuten, dass jetzt möglicherweise die Fed dann eben nicht mehr die Zinsen so stark anhebt, weil die Nachfrage runtergeht, weil die Rezession kommt und die US-Notenbank dann eine perfekte Ausrede hat, ihr Programm, ihre Vorhaben ein bisschen zu drosseln und die Zinsen kaum mehr anzuheben. Sie wird sicherlich jetzt auf der nächsten Sitzung nochmal die Zinsen anheben um 0,5 oder 0,75, aber wie stark dann, das wird sich noch zeigen. Die Signale für Rezession werden immer lauter. Die Märkte schreien, die Rezession kommt, die Rezession kommt. Wir sehen es etwa bei den sogenannten Small Businesses, den kleinen Unternehmen in den USA, die etwa die Hälfte des amerikanischen BIPs ausmachen. Hier ist der Small Business Optimismus auf den niedrigsten Stand seit Januar 2013 gefallen.
Und was auch wirklich interessant ist, dass die Firmen davon ausgehen, dass sie jetzt in 3 Monaten nicht mehr ihre Preise durchsetzen können. Sie erwarten also, dass ihre Preissetzungsmacht immer geringer wird, eben aufgrund der bereits jetzt schon so hohen Inflation und dem wirtschaftlichen Abschwung, den diese kleinen Unternehmen sehen. Und diese kleinen Unternehmen sind ja viel näher am Boden der wirtschaftlichen Realität als die großen Konzerne, die ja ein ganz anderes Rad drehen und sehr viel abstrakter oft unterwegs sind als ein 5-Mann-Unternehmen, das merkt, oh, ich habe hier sofort ein Thema, wenn mir 1 oder 2 Kunden abspringen, dann muss ich Leute entlassen. Das ist viel direkter, viel klarer, deswegen meines Erachtens auch der bessere Indikator. Und auch für die US-Unternehmen ist das, was mit dem Dollar passiert, ziemlich unschick, denn Europa und die Eurozone ist ein großer Markt für diese US-Unternehmen. Und wenn der Dollar zu stark ist, dann verdient man zwar Euros, aber muss dann die schwachen Euros in starke Dollars tauschen, kriegt dafür wenige starke Dollars. Das geht dann direkt auf die Marge, das geht in die Zahlen rein, das wird die Zahlen verschlechtern. Und so warnt die Bank of America in Sachen Q2 Earnings, also zweites Quartal, die Earnings, die ja jetzt, die Earnings Season beginnt ja jetzt in dieser Woche, sagt man, also das wird ziemlich schwach, vor allem wird der Ausblick sehr, sehr schwach. Und das wird auch für Tech-Unternehmen gelten, die ja so ein bisschen derzeit als defensives Spiel gesehen werden, dass man sagt, naja, die Tech-Unternehmen sind ja weniger von einer Rezession betroffen, so zumindest die Annahme, aber damit könnte man vielleicht falsch liegen. Wir werden sehen. Nomura, die japanische Großbank, jedenfalls sagt, spätestens im 4. Quartal dürfte die Rezession in den USA beginnen, mit dem Risiko, dass es schon früher beginnt. Man sagt, wir erwarten vielleicht nochmal einen 75-Basispunkte-Schritt jetzt im Juli, 50 dann im September und nochmal 25 im November und Dezember. Aber dann ab Februar 2023 wird die US-Notenbank dann die Zinsen senken müssen, sodass man dann Ende 2024 bei 0,875% Zinssatz wäre. Mal sehen, ob es so weit kommt. Aber wie gesagt, die Märkte schreien Rezession, auch der Ölpreis, der ein guter Indikator ist dafür, wie die Konjunktur eingeschätzt wird, global gesehen, fällt deutlich. Über 7% ging es heute nach unten. Selbst Brentöl ist heute unter die 100-Dollar-Marke gefallen. Und das ist vielleicht für Putin die schlechteste Nachricht, denn wie Daniel Stelter zeigte, was Putin wirklich schaden würde, ist nicht unsere Sanktionspolitik, so wie sie derzeit aufgestellt ist, und auch nicht unsere Energiepolitik, sondern wenn der Ölpreis fällt, weil eben die Nachfrage nach unten geht und das Angebot aber ziemlich hoch bleibt, dann würde der Preis fallen. Das würde Putin richtig wehtun, denn die Russen verdienen etwa 35% ihrer gesamten Einnahmen kommen durch den Verkauf von Öl, das ja deutlich wichtiger ist für die Russen als Gas. Gas wiederum ist für uns Deutsche und für uns Europäer sehr viel wichtiger derzeit als Öl, weil das Öl können wir ersetzen. Aus Russland das Gas eher nicht. Also Nomura sagt, die Fed wird die Zinsen anheben, und sie sagt das zu einem Zeitpunkt, wo die EZB noch nicht mal die Zinsen angehoben hat. Das wird sie jetzt sicherlich tun mit einem gigantischen Zinsschritt von 0,25%. Aber es ist typisch, wie spät und wie weit die EZB hinter der Kurve ist. Und wenn wir jetzt nochmal zur Dollarstärke kommen und zu dem, was auf dem Spiel steht in Sachen Schulden, Verschuldung, 91 Billionen Dollar. Und dann schauen wir uns mal die Bewertungen an der amerikanischen Unternehmen, die 61% der weltweiten Marktkapitalisierung haben, also über die Hälfte. Danach kommt Japan mit 5%, das muss man sich mal vorstellen, etwa ein Zwanzigstel dessen, was die Amerikaner auf die Waage bringen. Ja, die haben teilweise wirklich gute Unternehmen, aber ist es wirklich gerechtfertigt, dass die Amerikaner mehr als die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung dieser Welt haben? Ich denke, nein, das wird auf Dauer nicht so sein, und dementsprechend werden die hier Verantwortlichen versuchen, diesen untragbaren Zustand vielleicht noch so lange wie es geht irgendwie rauszuzögern, zumal Mr. Biden ein neues Allzeittief jetzt erleben muss, seiner Zustimmungswerte in den USA. Die sind jetzt so tief wie auf dem Tiefpunkt einst von Donald Trump. Danach konnte Trump seine Approval Ratings ein bisschen anheben. Und witzig auch eine kleine Fehde zwischen Donald Trump und Elon Musk, nachdem Trump gesagt hatte, also der Elon Musk, das ist ja irgendwie so ein seltsamer Cowboy, der kauft sowieso nicht Twitter, habe ich doch immer gesagt, hat Trump dann gesagt. Dann hat Musk erwidert, also
Ich habe nichts gegen den Mann, aber er sollte jetzt endlich seinen Abschied nehmen, also nicht mehr kandidieren, und auch die Demokraten sollten sich nicht so stark auf ihn einschießen, damit er nicht nochmal Präsident wird. Und Rezessionssignale, der Schrei der Märkte, immer lauter, die Zinskurveninvertierung, die wir hier sehen zwischen der 2- und der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die ist jetzt so krass wie seit Februar 2007 nicht mehr, und das ist ja auch schon ein paar Tage her. Damals kam dann ja 2008 mit aller Macht die Finanzkrise, aber das gilt auch etwa jetzt für die Inflationserwartungen. Wir sehen hier die One-Year-Break-Evens, also die praktisch die Inflation in einem kürzeren Zeitraum erfassen. Da geht es immer weiter nach unten, auch wenn wir morgen vielleicht nochmal eine heiße Inflationszahl aus den USA sehen werden, aber hier die Longer-Term Inflation Expectations hier bei den 5-Year-5-Year-Forwards. Also wie wird die Inflation in 5 Jahren, die dann kommende 5 Jahre sein, die geht auch ungebremst in Richtung Süden. Also wir sehen, die Märkte senden ganz klar die Signale, die Inflation wird abebben, denn die Wirtschaft wird immer weiter in die Rezession rutschen, damit die Nachfrage abkühlen, damit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage eben immer geringer. Und auch die Fed Fund Futures, die praktisch die Zinsentwicklung einpreisen, die sagen, wir werden jetzt vielleicht morgen die Zahlen aus dem Juni für die Inflation bekommen. Das dürfte das Peak sein. Und dann wird es ziemlich schnell runtergehen mit der Inflation. Das, wie gesagt, die Fed Fund Futures, die das hier einpreisen und bepreisen. Und schauen wir uns mal den Citi G10, also die wichtigsten 10 Staaten, Inflation Surprise Index an. Also die Inflationszahlen, die reinkommen in Relation zur vorherigen Erwartung. Dann sehen wir, das geht auch ein bisschen nach Süden, zumal wir in den USA gesehen haben, dass die Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, durchaus auch nach unten geht, auch wenn wir morgen vielleicht nochmal das letzte große Hurra sehen bei der Inflation. Und neben den Rezessionssorgen kommen jetzt auch Corona-Sorgen, nicht nur in China, wo ja teilweise Lockdowns passieren, sondern auch das Weiße Haus warnt jetzt vor der BA5-Variante. Hier sagt man, die ist the most immune evasive, also die umgeht die Immunreaktion sozusagen, die wir bisher gesehen haben. Fauci und Walensky wollen dann Reporter briefen, und die CDC, die Seuchenbehörde in den USA, sagt, dass jetzt die Hospitalisierungen in den USA sich verdoppelt haben seit Anfang Mai. Also das könnte dann das nächste Thema werden, das natürlich konjunkturbremsend ist, das natürlich inflationsbremsend auch insofern dann ist, wenn die Leute teilweise wieder in Lockdown sitzen. Wir hoffen es nicht, aber es ist zu fürchten, dass das im Herbst dann passiert. Und dass dann natürlich auch der Konsum wieder zurückgeht, damit die Nachfrage zurückgeht, und vielleicht ist das sogar ein ziemlich bullisches Szenario für die Aktienmärkte. Jedenfalls sehen wir, dass nicht nur die Stimmung sehr schlecht ist an den Aktienmärkten, Privatinvestoren, Börsenbriefe etc., sondern eben auch die Positionierung inzwischen von Hedgefonds, unterpositioniert, shortpositioniert. Wir sehen an den Future-Märkten hier, dass man beim Open Interest, also das, was praktisch an Kontrakten da draußen ist, so short ist wie seit Juni 2020 nicht mehr. Und im Juni 2020 war das dann auch keine so großartige Idee. Sie wissen, die Fed hatte dann massiv Stimulus betrieben und die Märkte nach oben geschossen. 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Ende dieses Videos. Ein Artikel plus Video meines Kollegen Hannes Zipfel, Eurocrash, die Fed, die Zinsen und der Goldpreis, wo Hannes Zipfel ganz ähnlich argumentiert und sagt, die Fed hat bald fertig. Wie Trapattoni gesagt hat, die Fed hat fertig. Und da wird nicht mehr viel passieren, unbedingt sehenswert. Erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung, vor allem für diejenigen, die es mit Gold halten. Ja, was macht denn eigentlich der Goldpreis? Starker Gegenwind, aber auch eine Chance. Nach dem Absturz in Euro ist der Goldpreis ja nicht gefallen. Das ist für all diejenigen eine gute Nachricht, die so ein bisschen misstrauisch sind, was mit dem Euro passieren wird, angesichts zum Beispiel einer glorreichen EZB, die deswegen sagen, ein bisschen Risiko streuen, ein bisschen Gold kaufen, vielleicht nicht die dümmste Idee. Jedenfalls, die hatten keinen Verlust, auch wenn der Goldpreis in Dollar gefallen ist. Dazu ein Artikel für die weiteren Aussichten bei Gold. Also 2 Artikel, meine Damen und Herren. Und wie immer, die Bitte, teilen Sie das Video, teilen Sie die Artikel. Haben Sie finanzmarktwelt.de einfach lieb. Jetzt sage ich Servus und Ciao, schönen Feierabend.